Mein Name ist Silvano Lehmann. Ich wurde 1961 geboren und seit 1977 verkehre ich hier im Center. Und wie bist du hier auf das Center gekommen? Das war 1975, da war ich mit den Eltern im Urlaub in Italien und da las ich einen Artikel über Billy Meyer in einer Zeitschrift. Daraufhin nahm ich Kontakt mit ihm auf. Die ersten zwei Jahre waren es nur schriftlich und 1977 im Herbst bin ich das erste Mal ins Center gekommen, mit 16 Jahren. Und was ist dann passiert? Ich hatte gleich mein großes Highlight an diesem Abend, da stand ich mit Billy noch draußen. Und da hat jemand auf ihn geschossen und die Kugel ist nur ganz knapp zwischen uns durchgeflogen. Und auf den Beton abgepfiffen und als Querschläger weg. Und da warst du sofort, okay, hier gehöre ich hin, das Abenteuer dabei, ja? Ja, das hat mich schon ein bisschen imponiert. Das war ein eindrückliches Erlebnis und ich musste gleich danach denken, da steckt viel mehr dahinter als einfach nur eine Aufmache über Ufologie. Da gibt es einen tieferen Hintergrund. Du warst gleich von der Ufologie fasziniert, du hast also davon als allererstes gehört. Wie ist es dann dazu gekommen, wurdest du gleich Mitglied oder hast dich da beworben oder warst du mit bei der Gründung von der FIGU dabei? Nein, damals war ich noch zu jung dazu und auch noch in der Ausbildung. Ich absolvierte dann meine zwei Jahre die Lehre als Kellner im Schweizerischen Hotelierverein. Und in dieser Zeit bin ich auch fleißig immer wieder ins Center hochgekommen, lernte die Leute so kennen und die verschiedenen Persönlichkeiten. Und speziell konnte ich gute Gespräche mit Billy führen. Und was hat dich da so inspiriert? Wurdest du katholisch oder evangelisch erzogen? Waren da gewisse Antworten, die dir da gefehlt haben? Wie war dieser Prozess? Eigentlich evangelisch und ich hatte zum Abschluss der Schule noch einen sehr guten Pfarrer. Ich beschäftigte mich mit allen möglichen Randgebieten, mit Gruppierungen, Sekten, Religionen und auch mit schwarzer und weißer Magie. Und da hatte ich sehr gute Gespräche mit dem Pfarrer damals. Und da sah ich, dass einfach viel mehr hinter dem Ganzen steckt, als nur ein lieber Gott. Das hat dir sogar der Pfarrer gesagt? Ja, das hat mir sogar der Pfarrer gesagt. Dann habe ich ihn dann gefragt, wenn du gar nicht so hinter der Kirche stehst und hinter der ganzen Religion, warum machst du deinen Job überhaupt? Als Antwort bekam ich daraufhin, es sei in Krisengebieten gewesen, in seinen Armen seien so viele Kinder gestorben, da verliert man langsam den Glauben. Und da hat er die ganze Sache auch hinterfragt und ist auf die Richtung von Rudolf Steiner gestoßen, Anthroposophie. Diese Richtlinie habe ich auch noch eine Zeit lang studiert und angeschaut. Und dann, als ich den ersten Kontakt mit Billy Meyer aufnahm, schriftlich, hatte ich natürlich unzählig viele Fragen, auch über Religion. Und da kriegte ich das erste Mal erschöpfende Antworten darauf hin. Was für Fragen waren das? Ob es einen lieben Gott gibt, wie die Erde entstanden ist, wie das Universum überhaupt entstanden ist, die ganze Schöpfungslehre. Und da konnte mir sehr ausführlich Antwort geben. Wie war die Kritik von außen, als du dich entschlossen hast, dich jemanden wie Billy anzuschließen, der mit Außerirdischen redet? Der so eigentlich ein ganz anderes Leben lebt, was man so in der Schweiz gewöhnt ist. Wie war das? Das war natürlich heftig zum Teil. Die haben mir gesagt, ich bin komplette Spinne, wenn ich mich so etwas anschließe. Und das sei ja nur eine Sekte. Und ich habe den Leuten ihren Willen und ihre Äußerungen gelassen. Ich habe gesagt, ich gehe meinen Weg und schaue, ob es für mich stimmt. Und solange es für mich in Ordnung ist, bin ich auch dabei. Und die letzten 30 Jahre hat es gestummt. Und was ist für dein Platz, den du hier gefunden hast? Was machst du hier bei der FIGU? Ich gehe seit 1982, seit ich in der Gruppe bin, respektive 83, muss korrigieren, gehe ich nicht mehr auswärts arbeiten und verrichte hier auf dem Hof die täglich anfallenden Arbeiten. Das heißt? Eigentlich wie ein Hauswart, kann man sagen. So, wenn du den Anfang der FIGU beschreiben müsstest, du warst jetzt schon ziemlich von Anfang an dabei, wie war dieser Prozess? War das ein Kampf? Was kannst du da von uns erzählen? Das erste Mal hatte ich einfach den Eindruck, da sind ein Haufen Verrückte hier oben zusammengekommen. Das Interesse ist schon auf einen Punkt gerichtet, auf Ufologie, auf Wahrheitslehre, auf Schöpfungslehre. Aber die Leute sind so verschieden gewesen, mussten sich zuerst zusammenraufen. Mit der Zeit lernte man einfach die
Schwächen und Stärken des Einzelnen kennen und den Menschen so zu akzeptieren, wie er eben ist. Es war eine sehr lehrreiche Zeit für mich. Hast du Kinder? Bist du verheiratet? Verheiratet bin ich nicht, aber ich habe eine Tochter, die ist schon 20 Jahre. Und warst du bei irgendwelchen Sichtungen mit dabei? Ich hatte etliche Möglichkeiten und Sichtungen, sogar zwei Tagsichtungen. Einmal, das war ungefähr 1982, rufte mich Billy mal hinters Haus und sagte mir, schau mal da in das Wolkengebilde herein. Da fliegt ein pleiarisches Strahlschiff. Und dieses Strahlschiff konnte ich als solche Scheibe etwa erkennen. Es hängte eine Zeit lang in den Wolken drin, dann kam ein Flugzeug entgegen und dann schwupp war es weg. Was war das für ein Gefühl, als du das gesehen hast? Für mich eine weitere Bestätigung, dass die Sache in Ordnung ist. Für dich gab es in deinem Leben auch einen inneren Kampf, den du geführt hast? Oder ja. ein innerer Kampf? Erzähl uns mal darüber. Wie hast du den Das gewonnen? Ist sicher ein innerer Kampf gewesen, oder? Man muss die Wahrheit für sich selber finden. Und ich hatte viele kritische Fragen am Anfang auch, wie auch heute noch. Das ist ganz normal, denn man soll eine Sache immer hinterfragen können. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann ist ein sektierischer Zwang dahinter. Und das habe ich bis jetzt hier oben noch nie gefunden. Das heißt, du hinterfragst auch Billy und seine Gedanken? Sicher, ja, das ist wichtig. Ich hinterfrage grundsätzlich jeden Menschen mit seinen Äußerungen. Eine gesunde Kritik gehört einfach dazu. Nicht ein Kritisieren, sondern die Sachen kritisch anschauen und aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Das ist so eine Art Lebensschule, die ich jetzt die letzten 30 Jahre hier genießen konnte. Stille Revolution der Wahrheit, was bedeutet das für dich? Dass man in sich zuerst einmal die Wahrheit finden muss und die dann unter die Menschen verbreiten kann. Man braucht eine Basis, eine solide Grundlage dazu. Und das braucht eben seine Zeit und jeder braucht seine bestimmte Zeit für sich, bis er das Ganze akzeptieren kann und als Wahrheit erkennt. Wie siehst du, dass die Zukunft oder zukünftige Menschheit sich mit den Lehren von Billy auseinandersetzen wird? Wie wird sich meine Generation, die jüngere Generation damit auseinandersetzen? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht? Ja, ich habe beobachtet, ich mache auch ab und zu Vorträge in Schulen und da ist das Echo eigentlich immer sehr gut. Schülern. Das Interesse ist da und die Zeit, finde ich, ist auch reif. Die Leute stehen diese Sache nicht mehr so kritisch gegenüber. Ufologie ist schon was fast Alltägliches geworden. Und dann sehen die Leute, dass da immer noch ein Hintergrund dahinter steckt und die Sache nicht einfach nur mit den UFOs abgetan ist, sondern eine tiefgründige Wahrheit dahinter ist. Wieso kommen die Leute? Was haben sie vor? Was bringen sie uns? Wie leben sie untereinander? Wie ist die Diskrepanz zu uns Erdenmenschen? Und diesbezüglich würde ich sagen, ist die jüngere Generation viel aufgeschlossener. Aber es braucht natürlich noch sehr, sehr lange, bis die Sache auch richtig verstanden wird. Der Mensch muss sich mit der Wahrheit grundsätzlich jeden Tag, jede Minute seines Lebens auseinandersetzen. Für die Zukunft der Menschheit, was erhoffst du dir da? Ich hoffe ein bisschen mehr Toleranz unter den Völkern, ein bisschen mehr Frieden und Verständnis. Ist auch eigentlich immer ein Leitfaden hier oben gewesen. Die Selbstverantwortung, das ist etwas, das jeder Mensch für sich erkennen muss und ausüben muss. Sonst klappt es nie mit dem Zusammenleben. Ich habe so das Gefühl, die Gemeinschaft oder die Familie oder so diese Herzlichkeit, geht die nicht ein bisschen verloren, wenn man nur über das eigene Bewusstsein oder immer nur über die eigene Wahrheit redet? Nein, das ist ja das Interessante hier oben. Jeder hat auch seine Hobbys, geht seinen Hobbys nach und pflegt auch sein Privatleben. Ein Hobby von mir ist zum Beispiel die Jägerei, wo ich mich auch sehr gut entspannen und zurückziehen kann. Und verschiedene Sportarten, die ich einfach so nebenbei noch ein bisschen ausübe, zum Ausgleich. Man ist also nicht 24 Stunden auf das Thema fixiert. Michael, something else? You witnessed several of the assassination attempts on Billy. Du hast mehrere Mordanschläge auf Billy miterlebt. Ja. Nicht nur einen. Kannst du uns davon ein bisschen erzählen? Wir waren mal mit dem Auto unterwegs. Ich war nur auf der hinteren Sitzbank. Die Eva Biri, die ist gefahren und da hat jemand auf uns geschossen. Die Kugel ist an der Windschutzscheibe abgeprallt. Das war ein weiteres Erlebnis. Ein anderes Mal war ich vorne bei Mäharbeiten mit der Motorsense. Und die machten ziemlichen Krach
Und da wurde auf Billy geschossen am helllichten Tag. Etwa Nachmittag um 4 ist das gewesen. Ich habe nicht mal den Schuss gehört bei dem Radau. Kopfhörer getragen bei der Mäharbeit, ein Schild vorne. Und 24 Stunden später, da hatte ich gerade wieder mal Nachtwache, stand ich mit Billy da auf dem hinteren Parkplatz und da hat jemand ein Messer nach ihm geworfen. Er stand direkt vor mir, ich war im unteren Sträßchen, also Kopfhöhe etwa auf seiner Bauchhöhe. Wir haben miteinander diskutiert, plötzlich zuckt er zusammen und ich höre ein metallisches Klirren auf dem Boden. Er bückt sich und hebt ein Messer auf. Da bin ich gleich rausgerannt, aber den Täter haben wir leider nicht mehr erwischt. Das waren also eindrückliche Erlebnisse. Und was machst du jetzt gerade? Warum bist du hier draußen, so spät in der Nacht? Wir haben uns angewöhnt, eine Nachtwache aufzustellen, die in einem gewissen Turnus abläuft. Und da kommt jedes von der Kerngruppe an die Reihe. Und das ist dann über die Nacht verteilt. Und wir gehen verschiedene Kontrollpunkte auf dem Gelände an und schauen einfach, dass alles in Ordnung und abgeschlossen ist. Und wofür macht man diese Nachtwache? Als Sicherheit in erster Linie für die anderen Leute, die hier oben schlafen. Wir haben natürlich auch ständig noch Telefone in der Nacht, viele von Amerika. Da wegen der Zeitverschiebung und dann ist es auch angenehm, wenn eine Nachtwache herum ist und die Telefone beantworten kann. Also, you have seen and photographed any of the ships? Yeah, we talked about that. You did? Yeah. Oh, get that in. I'm sorry, I didn't hear that. Didn't understand. So, ich habe so halb verstanden, ob ich schon eine Aufnahme machen konnte. Ja, da konnte ich mal unter dem Tage, rufte mich Billy auch wieder, stand er neben dem Hundehäuschen und sagte, schau mal, da oben fliegt ein Schiff. Oh, schnell die Kamera. Ich rannte ins Haus hinein, kam mit der Kamera heraus und konnte noch 2 Schnappschüsse davon machen. Die kann man jetzt auch im Album ansehen.